Mein Vater Nathaniel Black war einer der Helden der amerikanischen Revolution. Er war dabei, als die Kolonialarmee bei Bunker Hill, Trenton und Saratoga kämpfte. Durchhalten! Und er war auch am Schluss dabei, in Yorktown. Doch seine Geschichte beginnt 6 Jahre zuvor, in dem Irokesendorf, in dem er aufgewachsen ist. Die 6 Stämme des Irokesenbundes spalteten sich, als sich das Feuer der amerikanischen Revolution nach Norden ausbreitete. Nathaniels Welt sollte nie mehr dieselbe sein. Haben sich die Seneca mit den Mohawk verbündet? Ja, beide Stämme glauben, dass die Briten sie schützen werden. Dies ist der Krieg der Weißen. Wir müssen den Seneca und den Mohawk raten, nicht zu kämpfen. Onkel Kanyenke, wenn wir uns nicht für eine Seite entscheiden, wird das jemand anders machen. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Es ist nicht die Sache der jungen Krieger, dies zu entscheiden. Aber Mutter... Genug, Nathaniel. Du wirst mich in die Dörfer unserer Brüder begleiten. Du wirst schweigen und lernen. Vielleicht verbünden sich die Mohawk und Seneca ja doch nicht mit den Briten. Was hast du gesagt, Onkel? Ah! Der Kampfgeist hat dich noch nicht ganz verlassen, Onkel. Erst töten, dann reden. Wir müssen das Dorf der Oneida-Irokesen aufsuchen. Und damit willkommen zu einem neuen... Jäger Tentis. Angespielt... Ike. Jäger Tentis. Wir spielen heute Age of Empires 3 und Ike. Zwar die definitive Edition. Die kenne ich persönlich noch gar nicht, spiele die zum ersten Mal. Ich kenne allerdings... Jäger Tentis. Sei gegrüßt, Nathaniel. Wir werden von 2 Stämmen von der anderen Seite des Flusses angegriffen. Wir helfen dir so gut wir können, Kriegshäuptling. Wir nehmen eure Hilfe in dieser Schlacht dankbar an. Die beiden Vorgänger. Hoage. So, und als erstes, denke ich, müssen wir mal für Rohstoffe sorgen. Und hier wird Fleisch abgebaut. Dann sammle ich mal meine Truppen. Hoage. Nee. Ich wollte vorher. Und Achoten. Einfach mit der Maus markieren und dann... Ike. Rechtsklick irgendwo hinschicken. Hier stehen noch Axtwerfer rum. Ne, Tomahawkwerfer. Ah, sehr da. Anjogi. Die schicke ich auch dahin. Und dann sehe ich hier oben, welche Dorfbewohner gerade nichts zu tun haben. 4 Stück sollten das sein. Ne, ich habe nur 4 Stück. Das heißt, ich bilde mal noch ein paar Dorfbewohner aus. Das kostet jedes Mal Nahrung. Wir brauchen nämlich noch Gold und... Holz, was wir sammeln müssen. Ich markiere meine Truppen, lege die Gruppe 1 fest. Mit Steuerung 1 kann ich dann jederzeit auf die Gruppe zugreifen. Jäger Tentis. Die bewege ich mal hierher. Da bahnt sich vermutlich ein Scharmützel an. So. Ike. Feind besiegt. Außerdem gibt es hier Schätze, glaube ich, die ich entdecken muss. Und damit fange ich jetzt mal an. Hier unten ist zum Beispiel ein Schatz, der von einem Wolf bewacht wird. Wir können das Ganze ran und raus zoomen. Jäger Tentis.
Keriwentos. Wenn der Bewacher Ike vernichtet wurde, dann kann ich den Schatz an sich heben. Wake. So, das war Ike. Nummer 1. Und ich habe 4 untätige Dorfbewohner, die ich hier mal zum Holzsammeln schicke. Die 3 machen was anderes, die sammle ich zum Bärenpflücken. Und derweil rückt meine Armee weiter vor zum nächsten Schatz. Und dann sollte das hier laufen. Noch ein Dorfbewohner, der sich um Nahrung kümmert. Und dann bilde ich nochmal 4 aus. Die sollen sich dann um das Gold kümmern, so ist der Plan. Onachoten. Katoraz. Ike. Wake. Yekatentis. Hen, wake. So, Schatz Nummer 2. Ihr seht, ein sekundäres Ziel ist es, insgesamt 5 Schätze Ike zu sammeln. Wake. Keriwentos. Der Schatz hier wird von Schwarzbären bewacht. Yekatentis. Wake. Yekatentis. Onachoten. Wake. Yekatentis. So, der Schatz ist gehoben. Hier verbergen sich noch weitere Schätze. Auch von Bären bewacht. Meine Dorfbewohner sind fertig. Die werden jetzt sowas wie eine Mine bauen müssen. Gemeindeplatz, Lagerhaus, Marktplatz, Feld, Hafen, Gutshof, Terch. Also anscheinend kann ich momentan noch kein Eisen sammeln. Ist okay, vielleicht muss ich erst im Zeitalter voranschreiten. Dann werde ich 2 weitere Dorfbewohner zum Bärensammeln schicken und nochmal 2 zum Holzfällen. Waktare. Wake. Meine Armee schicke ich derweil zum nächsten Schatz. Und ich muss langsam auch dran denken, die Armee zu vergrößern. Ike. Wake. Ike. Hier ist noch ein Schatz. Nummer 4, wenn mich nicht alles täuscht. Hen. Keriwentos. Und das ist der letzte. Tekakenis. Wake. Und dann sollte ich, wie gesagt, meine Armee vergrößern. Und dazu kommt Kavallerie. Das Sekundärziel ist erfüllt. Da bilde ich jetzt mal 6 Stück aus. Waktare.
Und dann geht's wieder ins Dorf zurück. Ike. Primäre Ziele: Schicken Sie die Dorfbewohner zum Gemeindeplatz. Was man schon sagen kann, das Ganze ist recht bunt gemacht und detailliert. Man kann es in 4K spielen. Im Gegensatz zum neulich getesteten Rollercoaster Tycoon. Und der Funke springt auch ziemlich schnell über. Das Ganze spielt im Wilden Westen, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Eine Indianer und eine... Kampagne der Besatzer, möchte ich sagen. Und dann lasse ich das hier jetzt einfach mal laufen, bis ich meine Reiter ausgebildet habe. So, ich habe alle Reiter ausgewählt und jetzt gruppiere ich die ganze Truppe wieder neu. Die Mohawk-Irokesen leben im Nordosten und die Seneca-Irokesen im Nordwesten. Schlachten zwischen Irokesenstämmen werden oft durch eine Demonstration von Stärke entschieden. Wenn wir das Dorfzentrum eines Stamms vernichten, wird auch der andere Stamm den Kampf einstellen. Nächstes primäres Ziel bekommen. Ich muss ein gegnerisches Dorfzentrum zerstören. Und dazu brauche ich noch viel mehr Kavallerie. Weitere Dorfbewohner haben sich uns angeschlossen. Wir sollten sie Rohstoffe sammeln lassen. So sehe ich das auch. Die konzentrieren sich jetzt mal hier auf dieses Wild. Hervorragend. Ich muss die nicht mal ausbilden.
Ohne Blochsaat, ohne Haut. So, und die schicke ich jetzt alle mal Towage zum Gegner. Das sollte doch reichen, um dem mal ein bisschen Eindruck zu machen. Hen! Neu gruppieren und los geht's. Ike! Wir benötigen viel Kavallerie, um die Seneca anzugreifen. Ike. Wir haben viel Kavallerie. Ich hoffe, das reicht aus. Zekat Kenny. Wake. Tentis. Kerriwentos. Teka Kenis. Katorax. Kerriwentos. Zekat Kenis. Onahote, wake. Kerriwentos. Zekat Kenis. Zekat Kenis. Gatorax. Kerriwentos. Gatorax. Das Dorfzentrum der Seneca ist vernichtet. Auftrag ausgeführt. Gewonnen, das war das erste Level, nur mal so zum Reinkommen. Was haltet ihr von dem Spiel, beziehungsweise von der Neuauflage? Hinterlasst mir gerne mal einen Kommentar. Abo oder Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns vielleicht bald in einer weiteren Folge wieder. Oder in einem anderen Video. Was ist hier bloß geschehen? Nathaniel, Männer mit Gewehren sind gekommen. Sie haben viele mitgenommen. Wo ist meine Mutter?